So, wir schauen mal. Maus und Bär, sprich Bente und Christi, haben sich hier auch mit ihrem Liebeschloss verewigt und werden vermutlich heute Abend hier stehen und das schöne Feuerwerk genießen, denn man hat an der ganzen Außenalster einen wunderschönen Blick drauf. Vielleicht kommen sie auch mit ihren Nachbarn einfach einmal her. Von Vorteil, wenn man sich mit diesen gut versteht. Denn stellen Sie sich mal vor, der Kühlschrank ist leer und Sie haben keine Möglichkeit einzukaufen. Wie wäre es dann mit smarter Nachbarschaftshilfe? Einfach die leeren Verpackungen scannen und schon landet Ihre Einkaufsliste auf dem Smartphone Ihres Nachbarn oder direkt im Supermarkt, der Sie dann im günstigsten Fall sogar gleich beliefert. Vernetztes Wohnen im Quartier heißt die Idee, an der die Uni Hamburg jetzt geforscht hat. Auf den ersten Blick ist es eine ganz normale Küche, aber die hat es in sich. Für seinen Tee nimmt Reinhard Heimann den letzten Teebeutel und sorgt mit intelligenter Technik gleich für Nachschub. Einfach den Barcode scannen und noch bevor die letzte Schachtel im Mülleimer landet, steht der Beuteltee schon auf einer virtuellen Einkaufsliste. Ich kann mir zunächst mal quasi mein schwarzes Brett digital erzeugen, womit wir ja heute im Zeitgeist sind. Dazu sagen, die Dinge, die mir wichtig sind und die ich unbedingt wiederbestellen möchte, die bringe ich durch das Scannen eben halt auf diese Einkaufsliste. Sie haben es so schön ausgedrückt, virtuelle Einkaufsliste. Und im Nachgang kann ich dann erzeugen, ob ich die dann vielleicht meinem geneigten Nachbarn oder meinem Familienmitglied oder auch dem entsprechend angeschlossenen Dienstleister übermittle, damit dann die Sachen zu mir geliefert werden können, wenn ich das nicht selbst kann oder nicht selbst möchte. 2 Jahre lang haben die Projektpartner, darunter die Uni Hamburg und die Q-Data Service GmbH, an der Musterwohnung getüftelt. 60 Testbewohner durften dort sämtliche intelligente Technik ausprobieren. Also wir haben Einzelkomponenten in dieser Wohnung installiert, die wir hier ausprobiert haben. Das war uns sehr wichtig, dass wir immer den späteren Bewohner im Blick haben und das mit denen zusammen ausprobieren. Wir haben zum Beispiel eine Schlüsselerinnerung, die, wenn man die Wohnung verlässt, daran erinnert, den Schlüssel mitzunehmen, durch eine Beleuchtung oder auch durch ein Audiosignal, je nach Bedarf des Bewohners sozusagen. Wir haben auch eine Herdabschaltung, sodass, wenn man die Wohnung verlässt, man daran erinnert wird, dass der Herd noch an ist, dass man ihn ausschaltet oder in einer weiteren Eskalationsstufe sich der Herd dann tatsächlich ausschaltet, sodass man das nicht aus Versehen vergessen kann. Die Wohnung ist aber eben nicht nur mit technischen Finessen ausgestattet, sondern, und das ist neu, sie ist auch vernetzt mit der Umgebung, zum Beispiel mit Nachbarn oder Dienstleistern im Quartier. Wir hatten den Grundgedanken im vernetzten Wohnen im Quartier, der beinhaltete ja die Idee, dass wir sagen, wir werden Quartiersbewohner und Quartiersdienstleister miteinander verbinden. Und da geht es einfach darum, dass man zum einen vielleicht kleinere Hilfeleistungen relativ schnell über Nachbarschaftshilfe oder Dienstleister, die eben halt im Quartier ansässig sind, abfordern kann. Zum anderen eben halt aber auch weitere Leistungen wie Lieferungen bestimmter Art initiieren kann. Wir haben in dem Projekt uns überlegt, wie man auf der einen Seite durch Technikunterstützung im Wohnraum, aber auch durch Dienstleistung und Nachbarschaftshilfe im Quartier, wie man dadurch das selbstbestimmte Leben im Alter möglichst lang in den eigenen 4 Wänden unterstützen kann. Dazu gehören auch Sicherheitssysteme. Die sind zum Teil gut versteckt, zum Beispiel im Fußboden. Unter dem Laminat sind großflächig solche Sensormatten verlegt. Die zeigen nicht nur an, in welchem Raum sich jemand aufhält, sie registrieren sogar Stürze und können Hilfe holen. Wenn hier zum Beispiel jemand in der Wohnung stürzt, dann wird eine Nachricht auf das Smartphone des Nachbars gesendet, der dann entsprechend dort sehen kann, dass eventuell hier jemand gestürzt ist und dann nach dem Rechten schaut. Bei den Testbewohnern besonders gut angekommen ist die sogenannte Lieferklappe. Die Funktion ist ganz einfach. Ein Lieferservice kann die Sachen von außen in die Klappe stellen. Eine Lampe innen signalisiert, die Lieferung ist da. Praktisch, vor allem wenn der Bewohner mal nicht zu Hause ist. Die Attraktivität darin besteht, dass ich ein Stück Unabhängigkeit habe. Das heißt also, ich bin unabhängig davon, ob ich zu Hause bin oder vielleicht auch temporär nicht in der Lage bin, zur Tür zu gehen, in der Situation, Waren zu empfangen, Dinge zu empfangen. Das kann ganz einfach anfangen beim Wäschedienst, der entweder meine Schmutzwäsche abholt oder eben halt auch die gereinigte Wäsche zurückbringt. Oder auch Apothekenlieferungen. Denken Sie daran, wenn jemand täglich oder bestimmten Turnus Medikamente braucht, dass die eben sehr einfach angeliefert werden können, ohne dass ein Lieferdienst zigmal kommen muss. Die Technik, die hier verbaut ist, gibt es schon. Bei der Idee des vernetzten Quartiers kommt es aber darauf an, Menschen zu finden, die mitmachen. Das ist dann das Nachbarschaftsprinzip, ne? Und das muss gelebt werden. Und wir wollen auch das nicht durch Technik komplett ersetzen, aber die Technik kann unterstützen und das ist unser Ziel dabei. Und letztendlich
der Mensch zählt dabei. Die Erfahrungen, die in der Musterwohnung gesammelt wurden, sollen nun weiterentwickelt werden, damit aus der Idee von der vernetzten Nachbarschaft bald Realität wird.